Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu der Reihe Grundkompetenzen in Windows 11. Und dann möchte ich dir zeigen, wie du PDF, MP4 und andere Dateiformate mit einem Browser öffnen kannst, wie zum Beispiel Chrome, Firefox oder den Microsoft Edge. Ja, es ist ganz einfach, man öffnet sich ein Browserfenster. Ich habe hier in dem Fall den Firefox auf der linken Seite. Man muss von der rechten Seite in einem Windows Explorer Fenster an und für sich nur die Dateien hereinziehen. Also hier eine PDF-Datei, gedrückte linke Maustaste, ich ziehe sie hier rein und habe schon hier diese PDF-Datei dargestellt. Des Weiteren kann ich hier natürlich auch eine JPEG-Datei, eine Grafikdatei darstellen. Du kennst sie vielleicht aus einem vorgehenden Video. Und das gleiche gilt dann, ich mache wieder einen Tab auf, gilt dann hier für eine MP4-Datei, eine Videodatei. Ja, hier ist die Videodatei. Wie du vielleicht aus einem anderen Video noch erkennst, kann ich natürlich auch gleich hier diese Dateien mit einem Browser öffnen lassen. Mich hier mit rechter Maustaste das hier öffne, dann öffne mit, dann andere App auswählen und dann kann ich hier dementsprechend dann andere Apps, aber auch natürlich dann in dem Fall hier zum Beispiel den Firefox auswählen. Wenn ich hier auf weitere Apps gehen würde, könnte ich den Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, was auch immer auswählen. Ja, das war's soweit. Danke für deine Aufmerksamkeit.